So, der Lennart und ich sind nochmal los, Spinnfischen. Moin Moin erstmal. Wieder an unserem oder an meinem optischen Lieblingsgewässer. Boah, es ist aber flach jetzt. Kein Wasser mehr richtig drin. Ja. Aber jetzt sieht man die Fische besser. Ja, dann besetzt der Verein doch, natürlich, selbstverständlich. Ja, klar. Dann kommen hier Forellen rein oder so, weil davon haben sie genug. Katzen will sie. Alter, guck dir das mal an, wie flach das ist. Aber wie gesagt, da kann man die Attacken sehen. Ne? Da haben meine Nachbarn einen tieferen Gartenteich, wenn ich mal ehrlich bin, wenn die dann hätten. So. Ja, Lennart. Ich geh dann mal rechts lang hier. Hier. Ja. Okay. Wünsche ich dir Petri, ne? Ja, dir auch. Danke. Und dann bis später. Bis später. Hier sieht das doch geil aus. Hier will ich mal ein paar Würfe machen. So, Kamera aufbauen. Bis gleich. Thank you.
Laub hier drin. Das hängt dann natürlich immer am Köder fest. Aber hier ist zum Beispiel eine gute Stelle. Ja, hier werde ich mal ein Glück probieren. Hey Lennart, 3 habe ich schon gehabt. Ja. Aber alle zu groß. 1,5 Meter. Das Ende ist so flach, da kannst du sogar durch das Wasser den Boden sehen. Echt? Am Kanal? Ja. Echt? Scheiße ist es, wenn das Laub hier alles im Wasser hängt und so. Okay. So. So, ich bin ein Schneider. Mein erster Hecht. Ja, so. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist ein Toter. Ich habe den hier gefunden. Ich lasse den jetzt mal frei. Oder besser gesagt, ich setze den wieder aus. So. Da habe ich den jetzt reingesetzt. Oder reingelegt. Schade, Mensch, schöne Hecht, aber ja, leider verendet. Naja.
Ja, Leute. Wir haben einen so niedrigen Wasserstand heute. Da das ja hier ein Torfsteuergebiet ist mit mehreren Becken, mit einer Maximaltiefe von 1,50 Meter. Und wir haben jetzt gerade mal einen halben Meter, wenn überhaupt, so an manchen Stellen. Und bei jedem Einkurbeln ist irgendwie Schlamm oder Blätter dran, so dass der Köder nicht mehr gut läuft. Ich denke mal, das hat keinen Zweck. Aber schön war es trotzdem. Nochmal schön die Sonne genießen und so. Okay, Leute. Peace. Ja, meine Damen und Herren, willkommen zurück zur deutschen Spinnenweltmeisterschaft. Ah, nee, geht ja gar nicht. Deutsche Spinnenweltmeisterschaft. Deutsche Spinnenmeisterschaft. Da bin ich jetzt erst mal gestolpert. hätte ich gerade gefragt, warum. Da geht das nicht. Aber ja. Ja, der Teilnehmer hier aus Schleswig-Holstein, das ist der Lennart, der schon einige kapitale Lauben ans Band gekriegt hat. Das kann auch nicht sein, ey. Er ist der Lauben-Lennart. Das kann auch nicht sein, ey. Wirfst du hier ein Ast aus, ey? Das Ding ist schon nur 30 cm tief. Eigentlich müsste jeder Fisch nebeneinander stehen. Eigentlich kannst du jeden rausnehmen. Ja. Und in einem hält er den nächsten rausnehmen, weil er daneben steht. Aber kann auch nicht sein, oder was? Das kann doch nicht sein. Karpfen oder Brachen wahrscheinlich wieder ohne Ende gefahren. Brachen vor. Du weißt, als wir das letzte Mal hier waren, wo das hier, da war hier überall noch Wasser drin, ne? Ja. Stimmt, da war noch mehr drin, ne? Scheiß Brachen, ey. Kann man nicht sagen, muss auch mal. Oder ein Barsch oder so gar nichts. Ne. Also die müssen ja so wenig Lust haben. Ja. Volle Pulle! Hä? Hä? Das, meine lieben Leute, nennt sich Qualität von Schleifwirkung. Gerissen, Alter.